Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Paragon-Kisten aufmachen. Und da ich mittlerweile bei meinen ganzen Twinks soweit durch bin, da hatte ich ja noch einige Paragon-Kisten aus älteren Expansions gebraucht, um ein bisschen Rezepte rauszuziehen. Da hatten wir ja die letzten Male ein wenig Glück und die fallen jetzt tatsächlich weg. Aber wir haben noch das ein oder andere aus den neueren Kisten, das ich brauche. Unter anderem bin ich ja seit längerem dran, bei den Vorräten der Wellenjagd die Soulshape-Gestalt rauszukriegen, die einfach nicht droppen will. Ich weiß nicht, wie viele hundert Kisten ich da schon aufgemacht habe. Und ja, diesmal bin ich auch bei den Nightfee. Das letzte Mal, als ich welche aufgemacht habe, war ich nicht bei den Nightfee, wo ich dann in den Kommentaren darauf hingewiesen wurde. War ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, weil dann auch die Soulshape nicht droppen kann. Aber gut, diesmal habe ich geguckt. Und was wir halt auch noch brauchen, ist einmal einen Rücken aus der Truhe der erleuchteten Mittlers, beziehungsweise ich hätte gern auf Main die Mount-Quest. Die habe ich zwar auf dem Twink schon, aber ich hätte gern die Quest auf dem Main, einfach um die Quests alle abgeschlossen zu haben. Und dann habe ich jetzt hier noch so eine komische unvergängliche Armeekiste. Gut, da kann eigentlich nichts drin sein. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Pet-Sachen raus oder sowas. Und auf dem Twink habe ich dann auch nochmal eine Kiste hier von den leuchtenden Mittlern. Vielleicht kriegen wir den Umhang, wenn wir Glück haben. Gut, starten wir mal durch. Ach ja, und hinten ist nochmal eine Zusatzkiste von der wilden Jagd. Die machen wir am Ende auf, hätte ich gesagt. Gut, wilde Jagdkiste 1. Dieses scheiß Bett wieder, ne? Die Soulshape-Gestalt, die will einfach nicht. Dann schauen wir mal die Truhe des erleuchteten Mittlers. Ah, nice, die Quest ist drin. Das ist gut. Das ist sehr gut. Naja, mit dem anderen, wenn ich jetzt den Dings drin habe, dann wäre es doch. Dann müssten wir Terramortis nicht mehr farmen. Den Umhang. So, dann machen wir die Vorräte der wilden Jagd auf. Nicht wilden Jagd, hier von den Necrolords. Das Ding kannst du knicken. Dann schauen wir mal mit dem Hunter rein. Komm, der Umhang. Nein, was ich gekriegt, einen komischen Stab. Naja, den Umhang kann ich mir theoretisch auch einfach mal Haar kaufen. Wollen wir mal gucken, was der hier aktuell kostet? Ich bin echt am Überlegen, weil ich brauche dann eigentlich nur noch den Umhang, ne? Und dann muss ich quasi... Dann muss ich quasi da nie wieder diese Kiste farmen. Ja gut, 130k, da muss man sich nochmal überlegen. Schauen wir mal auf Anto. Mit dem, eine Kiste haben wir noch offen. Vielleicht ist da ja die Dings drin. Boah, das, eigentlich wäre das saugut, wenn da jetzt die Soulshape drin ist, dann muss ich keine Paragon-Kisten mehr farmen, ne? Dann kaufe ich mir den scheiß Umhang einfach im Auktionshaus und die Paragon-Rufsachen können mich mal. Sollen wir mal gucken. Gut, 50k. Also wenn da die Soulshape drin ist, dann kaufe ich mir den scheiß Umhang. Ja, Blizzard, ich hasse dich. es war so klar, dass die Soulshape da nicht drin ist. Was habe ich da oben? Achso, da ist eine, das ist eine Dingskiste, ne? Eine Emissary. Wollte gerade sagen, habe ich noch eine von denen? Nein, ist leider eine Emissary. Aber gut, zumindest habe ich die Quests. Oder die Quest. Die kann ich jetzt dann noch abgeben gehen. Und da muss ich mal gucken, wenn ich auf irgendeinem Server den Umhang günstig finde, dann hole ich mir den mal. Dann muss ich halt immer mehr die World Quests machen, ne? In Serra Mortis. Dann kann ich mir da noch ein paar Minuten pro Tag sparen. Wäre schon mal ganz nice. Aber, was ich mir leider nicht sparen kann, ist immer noch hier vom Konservatorium, hier die Berufungsquest, ne, für die Paragon-Kiste der wilden Jagd, die ich seit Ewigkeiten fahre. Ich kann euch mal zeigen, diese blöden Soulshape-Gestalten, ich habe heute ein paar geholt. Was mir jetzt halt noch fehlt, sind 4 Stück, ne, und eine ist halt hier blöderweise aus der Paragon-Kiste, also, ich weiß nicht, deutlich zu viele von den Kisten mittlerweile aufgemacht. Gut, ich werde jetzt die Quest noch abgeben gehen und ja, fürs Opening sind wir einmal durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Opening wieder. Da ziehe ich dann hoffentlich die Soulshape-Gestalt raus. Und ja, bis dahin, euer Tila. Ciao.